Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mario Kart 8. In diesem Part starten wir den Online-Modus Einspieler. Und ich bin heute nicht alleine hier. Auch in den nächsten 10 Parts gibt es einen Gastkommentator. Heute ist dran ein Emo-Game. Guten Tag. Und ich spiele im globalen Modus. Es gibt auch regionalen Modus und man kann unter Freunden auch spielen. Man kann hier einen Raum erstellen und die Leute können hier dann joinen. Ja, ein Turnier ist, kann man sich halt hier einen erstellen, aber brauchen wir jetzt nicht. In diesem Part wollen wir uns über Pokémon Go unterhalten. Ja. Was ist deine Erwartung? Ja, was ist meine Erwartung an Pokémon Go? Das Spiel ist jetzt also von Nintendo jetzt groß angepriesen worden, also das die erste richtig krasse App fürs Handy, wo so richtig, wo halt die Verbraucher halt so richtig flashen soll, weil das System an sich, Pokémon mit Virtual Reality zu verbinden, ist, finde ich, eine ziemlich geile Idee. Also ich erwarte mir jetzt eigentlich schon was ziemlich Großes. Wie schaut's da bei dir aus? Ich bin ganz deiner Meinung. Die sind ja von der Macher von Ingress. Ingress ist so ein Spiel. Oh. Ist auch so Virtual Reality. Und in diesem Spiel, da musstest du Sehenswürdigkeiten fotografieren und dann hast du da irgendwelche Portlets, mit denen du in Real Life dann bekämpfst und so. Das fand ich irgendwie geil. Ich find's auch. Und ich denke mal, das war auch ein großer Hype um Ingress. Das Spiel hieß auch so, Ingress. Und ich denke mal, das wird einschlagen. Also ich hab's allein auch schon wegen den, allein schon wegen den Pokémon. Ja, dann das Franchise. Spiel. Das genau. Also ich habe jetzt dieses Inquest habe ich jetzt nicht gezockt, also kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich finde es auch schon irgendwie erstaunlich, dass Nintendo jetzt doch wieder in die Richtung von Virtual Reality geht, weil Nintendo war ja jetzt für lange Zeit dagegen eigentlich. Eigentlich schon, ja. Das finde ich ziemlich interessant eigentlich auch. Zumal es Virtual Reality aber auch eigentlich ziemlich zeitig geworden ist, weil ich meine, man muss sich mal anschauen, Oculus Rift kommt, Sony geht in die Richtung Virtual Reality mit der PlayStation VR mit Project Morpheus. Also wird schon Zeit, wenn Nintendo da nachzieht, dann können sie ja vielleicht nochmal einiges an Kohle rausholen in Verbindung mit dem Pokémon-Franchise. Das ist natürlich eine reine Geldquelle. Wenn sie es gut umsetzen, wenn. Also ich denke mal, dass sie gut umsetzen, weil Ingress haben sie auch gut gemacht. Also ich glaube nicht, dass sie da um was schief machen. Es sei denn, Pokémon Company oder Creatures. Weiß ja, Pokepark wie? Ja, ich hab's gezockt, leider. Ich fand's ziemlich schlecht. Ich hab mir zwar den zweiten Teil auch noch gekauft, aber. Nicht gut. Ich meine, gut, es war besser als der erste Teil, aber immer noch nicht. Ist gut. Immer noch nicht gut, leider. Auch wenn die Grundidee. Ja, Pokepark wie 2 auch. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Ja, das ist. Ich meine, wie gesagt, die Grundidee vom Poképark ist nicht schlecht. Ja, yeah. Bloß halt yeah. Die Umsetzung an sich, es ist halt, finde ich, war immer das Gleiche und es war einfach zu einfach, finde ich. Ja, und zu kindisch. Es war. Es war einfach. Es hat null Front. Es war null Vordern und wenn du reingegangen bist, du hast ja gesehen, ja, da hat er ein Pokémon mit angefangen. Es war wie halt auf dreijährige Teamschritte. Ich meine, Pokémon ist jetzt zwar. Kinder vorhin dieses Franchise, aber es gibt auch genügend Spieler, die jetzt nicht mehr im Kindesalter oder so 18 sind, auch älter, die Pokémon zocken und ich finde, man sollte auch auf die ein bisschen Rücksicht nehmen. Man muss jetzt nicht sagen, komplett ein bluternstes Spiel daraus machen, irgendwie aus Pokémon, aber so ein bisschen Ernsthaftigkeit. Ne? Ja, allgemein, die Spiele von Nintendo sind schon ein bisschen an die kleinen Kinder angelegt. Also für die Familie, sagen wir mal so. Ja klar, das ist halt auch so ein Image von Nintendo Touren. Bei Nintendo ist halt das familienfreundliche Unternehmen. Aber ich finde, die sollten trotzdem, ich meine, die müssen jetzt halt nicht
keine Ahnung, jetzt halt nicht irgendwelche Zombie-Slayer-Games, alle Dying Light. Ja, ja, aber so ein bisschen in der Richtung Erwachsene. Ja, so ein bisschen könnten sie schon ein bisschen Spiele rausbringen halt. So ein bisschen. Ja. Nicht nur wie Splatoon, sondern Splatoon für UK18, so in dem Motto, weißt du? Ja, das wäre mal nice, weil ich meine. Ich meine, gut, Splatoon zockt auch wahrscheinlich, auch wenn du 3. Ja, es macht Fun. Es macht Fun. Ich meine, ich zock's auch sehr. Ich finde es echt ein nice Game. Aber ich denke, dass Nintendo wesentlich mehr Spieler bekommen würde, die jetzt sagen: Okay, Splatoon ist mir zu kindisch. Ich möchte lieber, zwar würde ich gerne zocken, Shooter auf einer Nintendo-Konsole, aber mir fehlt halt. Der fehlt halt einfach. Du hast halt keinen wirklichen Shooter aus, das sehen die Ghosts, aber. Ja, zum Thema Ghosts muss man jetzt nicht viel sagen. Aber wir schweifen ab. Es gibt zu wenig Shooter, ehrlich gesagt. Finde ich. Ja, leider. Aber wir schweifen gerade voll vom Thema zu Pokémon Go. Naja, aber guck mal. Ich glaube nicht, dass Pokémon Go auch nicht so kinderfreundlich sein wird, ehrlich gesagt. Denkst du? Naja, weil, guck mal, Ingress. Die sind schon mehr eine jugendliche Generation oder bis zur Erwachsenengeneration schon. Also ich würde eher schon meinen, das ist mehr an die jugendlichen Generationen. Naja, es hat halt einen gewissen Ding, wo du halt schon einen gewissen, sagen wir mal, Erwachsenheitsgrad brauchst, weil du halt eben viel durch die Gegend richtig kommen musst für Pokémon Go. Richtig. Weil, so viel ich das jetzt verstanden habe, ist es ja nicht so, dass es super ist, dass du halt einfach rausgehst und kannst am selben Ort dieselben Pokémon finden, sondern. Ja, mit GPS. Du musst halt über, ja, genau wie du sagst, über GPS dann halt irgendwo die Pokémon finden, die gibt es an bestimmten Orten. Richtig. Zeitaufwendig, vielleicht nicht unbedingt, aber was sehr aufwendig werden kann, wenn du halt wirklich alle Pokémon haben willst. Wie viel haben wir jetzt aktuell mit X und Y? 726 oder so? Keine Ahnung. Boah, das ist auf jeden Fall. Irgendwie so. Ich meine, es ist ja so in den normalen Games schon schwer, die Eier zu bekommen, aber wenn du dann noch halt über die Welt reisen musst. Ich hoffe mal, dass da. Ja, jetzt mal, da soll es ja auch irgendwie Arenen geben, die aber nur in bestimmten Orten sein sollen und. Naja, also ich. Gibt's da mehr Geld für die Reise aus als für Pokémon oder für diesen den Orden, den du hast, weißt du? Ja, ist so. Aber ich hoffe mal, dass Nintendo irgendwie sowas bringt, dass du halt auch vielleicht Pokémon tauschen kannst, weil wenn du halt wirklich alle haben willst, dann wäre schon ziemlich krass, wenn du wirklich über die ganze Welt reisen willst. Und wenn du so ein bisschen tauschen könntest, wäre es schon ganz nice. Bin aber So ein Online-Modus wäre geil, ja. So, dass du dann irgendwie dann wieder zu Hause bist, per WLAN dich verbindest und dann sagst du, ja okay, mit den und den Spieler tausche ich mir jetzt mal aus und den hole ich mir jetzt mal das Pokémon, also tauschen wir halt, wie jedes normale Game von Pokémon. Das wäre ja schon nice eigentlich. Besser auch, also was ich auch weiß, ich weiß nicht, was du davon halten würdest, wenn ich jetzt sage, okay, die Pokémon, die ich jetzt in Pokémon Go gefangen habe, könnte ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, über Infrarotverbindung oder irgendwie so, oder gibt es ja auch diesen NFC-Laser über NFC, übertragen würde auf meinen Oras oder XY. Was hältst du davon? Ja, dann müsste der Pokémon, Pokébank. Account eigentlich das Richtige dafür, dass sie denn dafür die App dann rausbringen und sie sagen, ja okay, ich möchte meine Pokémon, die ich gefangen habe per Pokémon Go, die dann auf Pokémon Bank übertragen und dass du dann so dann auf Dingens hier, auf Oras dann rüberspielst. Also prinzipiell findest du die Idee gut, dass erstmal die auf die Dinge so übertragen können. Also ich weiß nicht, wieso halt nicht? Wieso? Du kannst ja Pokémon trotzdem dann weiter. Ja, so im Großen und Ganzen finde ich es gut. Es gibt ja aber in meinem Kopf so ein paar kleine Uneinigkeiten, weil ich meine, das Problem ist halt, Handy-App, da gibt es halt viel, was man ganz einfach manipulieren kann, wenn du dir irgendwie Zeit runterlässt. Dann kannst du ja die. Ich denke mal auch, dass das auch bei denen auch die Ängste sein sollen. Halt. Ich meine, der 3DS wurde auch schon zu genügend gehackt worden. Ja, am Anfang gar nicht und dann am Ende, wenn es immer einfach richtig hat. Ja. PokeSafe oder wie sie auch alle heißen, mit dem QR-Code.
bin ich ziemlich gespannt, weil ich meine, du könntest ja theoretisch dann irgendwie ein Pokémon mit den Ultra-EVs bringen oder irgendwie so, ne? Richtig. Aber ich denke mal, dass Events es irgendwie übertragen. Es gibt es ja auch bei Pokébank, wenn du es von, keine Ahnung. Dass sie das überprüfen. Ja, dass sie es nachprüfen. Wenn du das schwarze und weiße Pokémon gecheatet hast, kannst du es ja nicht übertragen. Dann kommt der, glaube ich, eine Fehlermeldung, so viel ich weiß. Jedenfalls ist Übertragung nicht möglich. Also wenn sie es gut kontrollieren, dann schon, weil... Ja, es wäre einfach krass, wenn du halt Online-Multiplayer und das Pokémon wäre halt... Ja, das wäre dann scheiße. Dann hätte ich dann auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Und ich glaube nicht, ich denke mal auch, dass sie das auch so machen werden. Ja, müssen sie. Also wenn sie das überhaupt machen werden wollen. Ja, wenn sie es überhaupt machen, wenn sie das sagen. Ja, genau. Ich meine, bisher ist jetzt auch noch nicht so viel bekannt zu Pokémon Go. Ich meine, es gab jetzt diesen Gameplay-Leak. Wo halt ein bisschen was geleakt worden ist, Pokémon Go. Ja, im Bisa Floor, da haben sie hat einer einen weißen Ball geworfen, mehr war da nicht zu sehen. Ja, aber es sah an sich schon relativ nett aus, also grafiktechnisch. Aber jetzt hat. Grafisch-technisch, ja. War es halt solide aussehen, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein hingeschlampte App, also war schon echt in Ordnung. Ich bin aber halt gespannt, wie sie es halt wirklich machen, ob du halt einfach deine Kamera hast und läufst durch die Gegend und. Dann siehst du. Das würde ich eher denken. Dass du die Kamera hast und dann die. Quasi, wenn du jetzt auf dem Feld bist und dann auf einmal so ein Relaxo auftaucht oder so. Ja, das und es dann schnappst. Das ist halt die Frage, wie es ist. Läufst du dann und dann läuft es, kriegst du auf einmal irgendwie da auf dem Feld durch die Gegend oder kommt hin mit dem Stein vorgekochen. Das ist das Interessante. Das ist eine Frage, die ich dir so nicht beantworten kann. Weil. Aber. Einerseits hat es ja schon mit Virtual Reality ja eben das Virtual Reality. Ja. Andererseits wäre es denkbar schwer realisierbar, weil ich meine, woher soll jetzt die App wissen, dass das halt ein Baum ist, wohin das sich ein Pokémon verstecken könnte? Naja, gut, GPS, aber. Ja, aber wenn du es in den Wald schießt, gibt es ja mehr als nur einen Baum. Daher. Weil ich fände es ehrlich gesagt so ein bisschen lame, wenn du halt einfach läufst und dann kommt halt wie jetzt im Pokémon-Game ja auf einmal so dieser Kampfspiel, ist ja irgendwie. Das wäre dann langweilig, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, dass wir das nicht machen und... Ne? Ich denke nicht, weil... Was ich halt ein bisschen Angst habe, ist halt... Leiter von dem Projekt ist ja halt immer noch die Pokémon Company, weil... Ja, die haben halt irgendwas recht dran. Und richtig. Wir wissen ja alle, Pokémon Company ist mit Geld ein bisschen geizig. Dass die da halt hoffentlich genügend geldliche Mittel zur Entwicklung zur Verfügung stellen. Das ist... Also die sollen... Wenn sie schon Ingress haben als Entwickler, dann müssten sie da auch mit Ingress mal richtig schön ran da. Das sollten sie auch, weil ich denke mal, wenn die Fans, wenn das jetzt so scheiße Pokémon Go, dann gibt es einen richtig krassen Shitstorm. Also darauf könnte ich sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall, und dann ist die Marke Pokémon eigentlich dann auch wirklich verletzt. Ja, also sie wird zwar noch weitergehen auf dem Pokémon Service. Ja, ich meine nur von. Von Ruf her. Ja, also es ist wie VW. VW verkauft sich immer noch, aber es ist halt geschädigt, ne? Es bleibt halt hängen. Das ist schon krass, finde ich. Also wenn die da jetzt Scheiße machen. Weil ich meine, das wird von so vielen erwartet und man sieht, man hat noch nicht viel gesehen jetzt halt, außer diesen einen Leak, aber ich weiß ja auch nicht so viel. Bin ich mal gespannt, wann sie das rausbringen wollen. Ob es dann vielleicht auch mit dann in der Zeit von NX, weil ich meine, da weiß man ja auch noch nicht wirklich, was das ist, ob du vielleicht NX irgendwie auch, gibt es ja Vermutungen, ist das irgendwie so eine Art Controller, irgendwie ein Handy mit einer stationären Konsole, irgendwie so, dass du es halt dann da auch Pokémon Go drauf hast oder irgendwie sowas, vielleicht, dass es da zeitgleich rausbringt mit NX hier, der Pokémon Go, das ist alles. Das weiß keiner. Zukunftsmalerei, weil dieses NX ist auch so ein krasses Mysterium bei Nintendo momentan, also da weiß ja auch kein Mensch irgendwas davon. Ah, die sind alle so geheimnisvoll, ja. Die wollen, glaube ich, irgendwann wollen sie die Bombe platzen lassen. Irgendwann. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Einerseits das Logische wäre natürlich E3. E3 oder Gamescom. Ja, obwohl es ja eigentlich generell so ist, dass Nintendo mehr auf ihren eigenen Direct setzt. Als auf jetzt Gamescom oder E3. Ja. Oder Gamescom, oder Direct, sagst du, ja. Das ist halt die Sache. Oder was auch möglich wäre, wären die Video Game Awards. Ja. Aber das denke ich meistens unwahrscheinlich sein. Ich denke mal eher Direct. Oder
eventuell E3, aber ich denke E3 noch vor Gamescom, weil es halt einfach mehr Presse vorhanden ist, mehr Publicity halt für MX dann oder halt eben für Pokémon Go, je nachdem, wie viel Hand haben dann. Ich bin auf jeden Fall krass gespannt, also hab richtig krasse Erwartungen dran. Also ich hab auch sehr hohe Erwartungen. Die sollen da bloß keine Scheiße rausbringen, nur. Ja, das wäre richtig krass deprimierend. Was denkst du für einen Preis? Ja, puh. App ist immer so eine Sache. Das ist sehr einfach, weil ich meine. Ja, gut, kommt drauf auf die Qualität an, ne? Gut. Nee. Ja, okay, war die Frage blöde, aber. Ja, klar, kommt auf die Qualität an, aber ich denke mal schon allein vom Namen Pokémon her, ne, wird schon einiges weggehen an Geld. 15. Ich weiß nicht, 15, so alt? Würde ich so sagen. Ich weiß nicht. Also Minecraft, ich meine, ich kenne mich zwar nicht so aus, aber Minecraft gibt es ja so um die 5 Euro, glaube ich. Ich hätte jetzt dann so Pokémon Go gesagt, so 10 Euro ungefähr. Ja, so um den Dreh, ja, kann man so sagen, ja. Weil mehr soll es wirklich nicht kosten. Ich meine, du kriegst so, ist dann ab 25 Euro kriegst du ja dann demnächst schon diese Wii U Select Games und das ist ja dann nochmal. Ja. Also sollten sie aufpassen, dass sie es dann nicht übertreiben. Weil es kann im Endeffekt so gut sein, wie ich will, aber wenn halt der Preis nicht stimmt und ich kann dann kaufen, dann richtig. Bringt es nicht. Keine Worte. Auf jeden Fall, ich dachte, meine Erwartungen sind richtig krass. Ich hoffe, dass sie nicht enttäuscht werden. Aber wenn wir enttäuscht werden, ja, dann. Dann ist. Wohllochen. Definitiv. Aber ich denke mal, die werden schon wissen, dass das nicht verbocken sollten. Ja, es war ja schon lange angekündigt, eigentlich auch. Ja, aber. Die lassen, also lieber lassen sie sich mehr Zeit. Ja, gut. Und sagen wir jetzt bei Zelda U, ich meine, gut, das ist auch nach einer Zeit, bisschen wir tun relativ anders, dass das immer wieder verschoben wird, aber ich sag lieber verschiebt. Qualität hat seinen Preis, ja, so, ja, eben. Wenn man das mal zusammenfasst. Lieber verschiebt sich das, ne, und hab dafür richtig geiles Zelda oder halt in dem Fall ein richtig geiles Pokémon Go, wo richtig geil umgesetzt worden ist und nicht irgendwie hingeschlampte Scheiße. Ja. Das wäre. Also ich habe da schon einen Qualitätsanspruch, den ich halt auch haben möchte dafür. Wirst du es dir holen, wenn es rauskommt? Ja, ich werde es mir dann holen und dann will ich mal einmal in meinem Leben mal wieder rausgehen. Gaming-Höhle verlassen und ja, mal wieder zurückblicken und dieses Real-Life besuchen. Ja, dieses Real-Life, was ist das überhaupt? Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja, ich höre da nur so manchmal so Legenden drüber, ich meine. Ich hocke ja auch da die ganze Zeit vor meinem PC. Ich meine, kennt mehr von uns Gamern, wir sind ja asozial und hocken nur rum. Ja, ja. Sind Amokläufer und sowas, ne? Ja, kennt man ja alles. Stimmt ja auch alles. Ich geb's zu, ich bin Amokläufer. Wir sind die Aggressiven. Ja, ja, die Aggressiven, die soziale Unterschicht, die nichts mit Menschen zu tun hat. Genau das sind wir. Nein. Und davon wirst du ja krank und da verdummst du ja, ne? Ja. Ist klar, ist alles erwiesen. Ich meine, man wird dumm von Videospielen. Ist alles erwiesen. Gibt es zig Studien, man wird dumm von Videos spielen. Also Leute, habt ihr das gehört, zockt niemals, ihr werdet so dumm. Ja, also. Auf keinen Fall. Bloß nicht. Nicht zocken. Keine gute Idee. So, ein Rennen spielen wir noch und dann würde ich sagen. Ja. Also ich weiß noch nicht, ob ich es mir holen werde. Also wenn der Preis stimmt, hole ich es mir. Aber wenn die jetzt halt sagen, 20, 25 Euro, dann sage ich, nee, nein, danke, weil ich meine, das ist ja immerhin noch eine App. Dann würde ich es auch nicht mehr holen, Das ist immerhin noch eine App, also ich sollte es nicht übertreiben. Ich meine. Ja, für eine App ist es wirklich dann schon übertrieben. Ich finde 10 Euro schon krass für eine App. Aber wenn es gut wird, dann kann ich sagen, ja, okay, ich bringe mich durch, aber. Komm, ja. Mehr sollte es nicht sein, unbedingt so. Das ist 15 ist, okay, 15 ist genug, aber es ist halt schon. Richtig, das ist ein Schmerz, das Ganze. Ja, ja. Was mich aber auch mal, also was du vorhin schon angeschnitten hast, das Thema Online-Multiplayer. Fände ich wirklich interessant, also wie wir es umsetzen wollen. Also ich fände es eigentlich schon fast sinnlos, wenn sie nicht sowas bringen würden, wenn du halt nur Pokémon fangen kannst. Ja, also wozu denn? Wozu? Mal ein bisschen kämpfen, das ist. Also,
Ich würde dann kämpfen wollen, denn wenn dann nur ein Online-Modus. Ich weiß, wie wollen sie denn den Offline-Modus dann mit den Kämpfen? Weil ich meine, was soll dir es ja dann eigentlich auch bringen, das Game? Ich meine, Pokémon kämpfen ist ein elementares, elementare Kämpfe, Pokémon. Und, naja, ich meine, du fängst dir die Pokémon und dann hast du die halt da und kannst eine neue fangen. Ja, das wäre. Dann hast du sie, aber was bringt dir das? Nichts, ja. Nichts, genau. Genau deswegen sollten sie oder müssen sie schon quasi einen Online-Multiplayer reinbringen. Richtig. Jedenfalls wäre das das einzige Nachvollziehbare für mich. Ich denke mal für dich auch, oder? Ja. Also das wäre schon dumm, wenn sie das nicht machen. Ja, wäre es. Ich hoffe aber mal, dass sie jetzt dann nicht irgendwie sagen, Pokémon wird free to play und du musst für jedes Online-Match irgendwas zahlen oder sowas. Du kaufst dir einen Pass und sagst dann, nee, das soll nicht. Das wäre Bullshit, das wäre absoluter das Bullshit. Das wäre scheiße. Ich meine, lieber zahle ich einmal wirklich die 10 Euro und hab dann das komplette Game, anstatt dass ich sag. Dann hast du das komplette Game und musst dann nicht extra bezahlen. Ja, aber. Für Sachen, die du dann überhaupt nicht brauchst. Aber ich finde. Also meine Angst ist jedenfalls dabei, dass dieses ganze Free-to-Play schon ziemlich auf dem Vormarsch ist, weil ich meine, wenn ich das anschaue, PlayStation Store beispielsweise gibt es einige Free-to-Play-Titel oder dieses Pokémon Shuffle ist ja auch zum Beispiel Free-to-Play oder Pokémon Rumble World. Oh, nee, nicht World S. Wie heißt das eine Pokémon Rumble Game? Da wo Free-to-Play? Ja doch, das ist Rumble World, ja. Ich dachte, das wäre jetzt auf der Wii U, das Rumble World. Nee, das heißt Rumble U. Ach so, okay. Jedenfalls habe ich da schon meine Angst. Ich weiß nicht, ob es machen wäre dumm, wäre richtig dumm. Also das würde ich boykottieren jedenfalls. Ja, ist einfach so, weil ich halte vom Free-to-Play nichts. Das ist einfach nur Bullshit, weil ich meine, du kommst. Ja, das ist einfach. Eigentlich ist es schon Abzocke. Ist es auch. Du kommst am Ende, du merkst es ja nicht mehr. Du denkst ja jedes Mal, okay, 10 Cent geht schon auf die Dauer, aber immer halt wieder 10 Cent, dann bist du halt irgendwann drüber, als würdest du es einmal für 10 Euro kaufen. Ja. Und am Ende auch noch mehr. Also da zahle ich lieber einmal 10 Euro und fertig ist die Sache. Genau. Aber so, abschließende Worte noch? Ja, abschließende Worte. Ich freue mich auf Pokémon Go. Was sagt ihr? Freut ihr euch auf Pokémon Go? Was sind eure Erwartungen an Pokémon Go? Haut mal in die Kommis rein. Ich denke mal, 3 Logi wird es auch interessieren. Jo. Und ja, das war's dann für mich. Jo. Das war's mit dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute, und tschüss. Ciao.